Möchte, dass mein Computer gereinigt wird. Okay. Übertakten auch noch. Reinigen kriegen wir hin. Kommt der nächste PC schon her? Braucht dringend Mitarbeiter. So. Möchte Skyrim spielen, okay. Veraltete Treiber. Sunshine ist Computerpasswort, okay. Es wird installieren, Steam installieren. Sunshine. Okay. Notiz, ja. So, Apps. Word will er haben. So, 0,33 ist falsch. CPU. CPU 0,33. Tier 172. Das hat nicht geklappt. Gut, das hat er gemacht. Super, dennoch Steam will er noch haben. So, Computer übertaktet, gereinigt haben wir einen Word, haben wir den Steam. Und veraltete Treiber. Da auch noch. Interessant ist, dass es wirklich Leute gibt, die dafür wirklich bezahlen, dass jemand anderes seine Treiber updatet, ne? Obwohl man das eigentlich alles selber machen kann. Okay. So, gut. Das war's. Stick noch nicht vergessen. So. Es gibt ja mehr 547. Cool. Das ist viel. Zack, das ist viel Geld. So, wie viel habe ich jetzt? 1500. Ah, okay. Bewertung wird langsam immer besser. Mitarbeiter. Kaufe ich mal Verkäuferin. Da steht sie. Hallöchen. So. Was sie auch immer tut, weiß ich nicht. Verhandeln und verkaufen für sie. Ihre Kunden müssen nicht warten. Aber ich bin müde. Sollte mal schlafen gehen. Wie gut, dass es hier kein Essen und sowas gibt. Das müsste ich dann auch noch mal. Oh, lass mich doch in Ruhe hier. Da kommt schon der nächste PC. Wieder neue Rechnung.
denn für eine Rechnung? Rechnung. Elektrizitätsbill. Ach so. Ach scheiße, die muss ich ja auch noch abgeben. Stimmt. Ah, bezahle ich gleich. So, weg ist weg. Gleich Strom bezahlt, alles. Und der erschießt schön fleißig hier. Schon krass. So. Wenn Sie meinen Computer übertakten können, tun Sie dies auch. Können Sie meinen Computer übertakten? Oh, was haben die denn damit übertakten? Also übertakten und alte Treiber. Oh. Da ist wohl was kaputt gegangen. Computer not working. Ich glaube, warte mal, es macht einen Knall. Was macht denn ein Knall? Knall, Knall, Knall. Net Stromversorgung, glaube ich. Oder? Es könnte, ja, kein Bild auf dem Bildschirm. Es könnte die Stromversorgung sein. Kann ich das hier auch reparieren? Das wäre lustig. Tatsächlich. Kann ich ja auch reparieren. Haben wir so ein Netzteil erstmal repariert. Reparatur erfolgreich. So, zack. Einbauen wieder. Starten. Ja. Oh, das nächste. Das nächste Villa. Das war... Ich glaube, das war, warte mal, das war, glaube ich, die Festplatte. Computer, Wiki, Ansehen, HDD, ne, Mainboard. Mainboard war kaputt. Ich glaube, hier ist alles am Arsch an dem Ding. Reparieren. Da, wie viel knallt er denn da draußen ab? Das ist echt heftig. Wie viele Leute da meine PCs klauen wollen. Reparatur erfolgreich, gut. Nochmal. Ob das jetzt ausreicht oder ob da immer noch mehr kaputt ist. Sieht gut aus. Er fährt hoch. So, jetzt wollte der haben veraltete Treiber.
Zunächst werde ich mir den Typen holen zum Reparieren. Dann hoffe ich ja mal, dass das hier alles so automatisch seinen Gang geht. Ohne dass ich viel machen muss. So, Treiber sind gemacht. Jetzt wollte er Overclocking noch haben. Ach man. Overclocker, so, was will er haben? CPU 0,61. Ach du Scheiße. 92. Sogar funktioniert. Super. Okay, das war's. Stick nicht vergessen. Alle Kundenaufträge. So, wie viel kriegt er? Oder wie viel krieg ich? So. Okay, so und jetzt? Kann ich das jetzt bei ihr direkt abgeben oder was? Nee, kann ich gar nicht. Ja, verstehe ich nicht. Wofür habe ich die denn angestellt? Kriege ich wohl mehr denn, oder was? Der ballert die einfach so oben. Was für ein Gangster. So. Gucken wir mal, was will der? Können wir das nicht einschalten? Festplatte, können wir wieder gereinigt wird. Okay, dann wird uns Steam. Lässt sie nicht einschalten. Ach, hat noch nicht mal ein Boot-Dings drauf. Ach, der braucht eine Festplatte. Wollte er ja eh haben. Ich will eine Festplatte. Wertungen, gut. Schnell und effizient, alles klar. Super. Festplatte. Aber eine ganz einfache. Steht da nicht da, was er für haben will. So, wann kommt mein Paket? Da ist es. Cool. So, starten. Oh, Grafikkarte. Grafikkarte ist auch futsch. Dreiundachtzig, gut. Gut, fertig.
Prozessor. Spinnt auch rum. Mainboard. Oh. Nicht, dass er jetzt die Katze erschossen hat. Das klang verdächtig danach. Geh mal lieber gucken. Wo ist sie denn? Mizi, wo bist du? Da ist er. Och, sie lebt noch. Gut. Hat also nicht die Katze erschossen. So, aber jetzt sollte er doch endlich starten hier. Gut, Stick hat er schon dran. Willkommen. Auch Passwort hat er auch noch. Oh Mann. Killer. Okay. Gut, ach du Scheiße, was hat er denn hier drin? Ha. Überlässt ihn anschauen. Es gibt einige Dinge, die ich will. Ich will eine Festung, wenn ich das mal gereinigt wird. Diese App. Okay, Word will er haben. Dann will er das. Ja, Steam möchte er noch haben. Genau, das Ding soll ich auch noch reinigen. Wie viele PCs jetzt schon hier stehen? Junge, das wird immer mehr. Ich komm gar nicht hinterher hier. Wie viel Geld habe ich denn? 563? Nee, das wird nichts. Viren-Wiki. Scream-Virus, Einzelheiten. Ja, das benutzt man allgemein. Wie repariert man? Sie sollten sich von den Eigentümern des Virus einen Schlüssel besorgen und diesen in CMD einbauen. Okay, ein Locker Key bei Virus Manager Scream. Aha. Okay, ein Locker. Wir sehen es Infill. Out. Okay, was ist das? Quack. Ah, ich muss das auch noch hacken oder was? Und dann erst kriege ich den Scheiß. Ach so. Ich mach's die ganze Zeit falsch. Wenn sie die App USB, null Schriftsteller. Ich darf eine Diskette zu brennen, wenn ich sie eine leere Diskette. Aha. Du Scheiße, ist sogar noch größer als ich dachte. So. Okay, Viren-Wiki. Error, Einzelheiten, Virus-Fallen. Hier, Virus-Datei, Einzelheiten. Genau, Virus-Rotator, den Scheiß hatte ich nämlich auch. Mann, wenn Sie beim ersten Booten des Computers die Taste B gedrückt halten, gelangen Sie ins BIOS. Alles klar. BIOS. Also ich muss beim Starten des BIOS nochmal. Okay. So, er möchte hier auch noch. Warte mal. Zero weiter. Was ist das? Diskette nicht gefunden. Unlocker. Geben Sie Dateinamen ein.
Ja, Key-Generator. Quicker, Overclocker, Apps habe ich. Okay. Red Dead Guy will er spielen. Okay, diese App. Festplatte und jetzt, ach so, Virus muss ich hier auch noch machen. Stimmt. Ach du Scheiße, ja, alles alt. Ich glaube, das gibt mir noch zusätzlich Geld, wenn ich das alles mache. Deswegen habe ich letztens so viel gekriegt bei dem einen. So, derweile, ich schiebe mich mal kurz hier hin. Muss nämlich mal kurz so ein Dings da gehen, dass jeden Tag um 12 stattfindet. Der schießt im Hintergrund schön fleißig Leute. So, gut. Das ist erledigt. So, jetzt muss ich irgendwie neu starten. CMD-Exe, nee, das muss ich nicht. Turn off. Starten, B drücken. Ja. Start, OS, Repair. So variiert er das und dann läuft es. Gut, läuft. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Gleich wieder da. Oh. Guck mal hier. Passwort habe ich. Warte mal, Passwort war glaube ich Killer, ne? Ja, okay. Wunderschön. Alles bereinigt. So. Jetzt wollte er noch das Spiel Red Dead Guy haben. So, die Frage ist, wie kriegt man das? Red Dead Guy. Muss ich mal gucken, wie kriegt man dieses Spiel hier? Hacker Wiki, so persönliches Info, Quick. Also Pirat kommt fürs Page.
Spiel zu knacken, benötigen Sie die ID des Spiels. Diese ID ändern sich ständig. Verwenden Sie diese ID in 10. D. 5 Entsperrschlüssel. Okay. Der Knackvorgang zu starten. So, mit der Folge abschließen, haben Sie das Spiel erfolgreich geknackt. Oha. Das ist krass. Wenn eine Diskette zu brennen, benötigen Sie eine leere Diskette. Aber wieso soll ich das auf Spiele brennen? Ach so, jetzt verstehe ich das. Ja, jetzt verstehe ich das. Okay. Jetzt verstehe ich das Ganze. Habe ich Geld, um Diskette zu kaufen? 563. Mal gucken. Das reicht. Okay. Kann mir die Spiele brennen. Damit ich die da drauf mache, da brauche ich gar kein Steam mehr. Jetzt verstehe ich das. Warte mal. Hier, Diskette. 60, okay. Gut, danke. So, genau. So, da haben wir das doch. Das ist eine leere Diskette, so. Also. Und er schießt schon wieder rum hier. Mr. Freewood, hallo und vielen Dank für dein Follow. Moin aus New York. Benchmark-Punkte muss mit dem Game-Benchmark aus dem WWW übereinstimmen. Ah, okay. Aber der sagt das ja hier gar nicht, ne? Aha. Hier steht so viel, ja. Baseball für Baseball, sie einige Momente fotografieren, okay. Hm. Aber er zeigt das ja gar nicht, ne? Was ich so brauche und sowas. Deswegen, das ist total verwirrend am Anfang. Also Tutorial hätte ruhig ein bisschen länger sein können. Und ich bin schon fast müde, ich muss schlafen. Toll. Oh, lass dir die Tür zu hier. Lass mich hier rein, ich muss schlafen. Benchmark. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Was ich meinte, warum zeigt das mir nicht an, so, weißt du, dass ich das machen soll und sowas. Ja, da fehlt mir so ein bisschen Information vom Spiel. So. Ah, also gehen wir mal Internet. Game Wiki. Da. Was wir da haben, Red Dead da. Benchmark 10.000. Ach du Scheiße. Dann gleich noch das Höchste. Ja, das kann ja was werden. Das Internet ist ja auch nicht das Schnellste. Okay, krass. iBet. Wo ist das hier? Wettet Guy 84. Kann ich das nicht mal minimieren hier oder was? Okay, ja. Was will ich hier? Warte mal, was brauche ich denn? Wie mache ich das nochmal? Das ist echt krass. Deswegen, hier fehlen mir echt zu viel Informationen. Was willst du dir alles merken hier? Also, und vorne. So.
Schon wieder eine Rechnung. Rentbill. Was für Rent? Ach, die Miete von dem Ding hier. Stimmt. So, nochmal. Also. Bin ich denn jetzt hin? Hier, Tutorial. Nee, das war falsch. Hacker-Wiki, so. Null Schriftsteller. Sibo weiter. Cracked Games List. Mal locker. Info. Locker. Gib komm. Brauche ich einen. Das ist echt krass. Es wird noch umfangreicher, wenn es um das Verkaufen und Hacken und Virus erstellen und Konto plündern geht. Oh, das ist echt krass. Aber will er das denn jetzt schon? Das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Will er das schon? Hier steht ja bloß. Kannst du meinen Computer so einstellen, dass er dieses Spiel ausführt? Ach, der meint damit bestimmt den Benchmark, ne? So, aber ja. Hm. Das ist schon echt krass. Das Computer-Wiki. Hacker-Wiki. Ja, Hacker, aber... steht nichts mit Benchmark oder sowas, weißt du? Das ist total komisch. Deswegen, das weiß ich jetzt erst von dir. Jetzt bin ich gerade sowas von verwirrt, wirklich. Ah, das sind die Fehler. Ja, die Fehler habe ich jetzt schon ungefähr schon rausge... wird. Auch das ist die Viren und sowas, die weiß ich jetzt auch mittlerweile so ein bisschen. Ich hatte vorhin den Rotator-Virus, der war ja echt extrem. Ja. PC so anpassen. Okay, also jetzt muss ich Benchmark machen. So. Flash Drive, Benchmarker. ...2650. Okay, jetzt muss ich mir das auch noch aufschreiben, alles. Boah. Das ist echt krass. Das muss ich mir auch noch aufschreiben, oder was? Oder wie... Na gut, oder ich lasse halt alles geöffnet hier, ne? So. Laut Benchmark. Nochmal die Wiki. Also wie viel brauche ich denn jetzt? So. Irgendwas mit 10.000 was, ne? 10.630 will er haben. So, 2650 hat der, also muss ich kaufen. So, ich habe aber nicht genug Geld zum Kaufen. Das ist es ja, hätte ich das nämlich früher gewusst. Einmal PC neu. Und außerdem, wo sehe ich das denn, wie viel irgendwas ein Benchmark hat? Ne? Das wäre ja auch nicht schlecht zu erfahren. Das steht ja auch nirgendwo. Erstmal an der PC bearbeiten, ja.
Deswegen, es wäre schön herauszufinden, wie viele Dinger das als Benchmark gibt, ne? So. Weil im Moment ratest du hier nur rum. Obwohl hier steht plus 7, plus 8. Naja, egal. Genau, machen wir erstmal andere, weil sonst füllt sich das hier. Ich habe ja nämlich noch mehr hier stehen. Aber nichtsdestotrotz kann ich die Spiele trotzdem brennen. Warte mal. Ich wollte jetzt so ein Spiel hier drauf brennen. Ich meine, ohne dass ich das jetzt erstmal habe. Also, ne? Ich will das erstmal hier drauf brennen. So, wie mache ich das jetzt am besten? Hacker-Wiki. So, Unlocker. Info aus. So, Quack, da ist die ID. Dann gebe ich die ID ein und kann mir so eine Dinger kaufen. Aber was mit der Null-Schriftsteller? Was bedeutet das, hä? USB, um ein Spiel vom Disk zu brennen. Also erstmal brauche ich das Spiel. Wenn ich es fertig habe, dann kann ich das brennen. So, also. Wir brauchen erstmal. Aha. Zwei Faktoren-Authenticator, okay. Persönliche Infos. Ah, okay. Das weiß aus anderen PC die Komponenten ausprobieren. Ja, das könnte man auch machen, das stimmt. Also ich finde, hier ist irgendwie echt noch viel offen so. Hier fehlen so ein bisschen ein paar Tutorials, damit du die mindestens einmal gemacht hast. Das fehlt so ein bisschen. Hier wirst du einfach reingeworfen und darfst irgendwie das ganze Spiel selbst erkunden. Ja, das ist schon ein bisschen krass, finde ich. Das fehlt so ein bisschen. Ich meine, klar, hier gibt es Tutorials, aber... Ich glaube, ich kann mir auch selber noch einen PC kaufen, kann das sein? Ich kann mir selber einen PC kaufen, mir den selber zusammenbauen, mir selber die Dinger hinstellen, kann das sein? Und dann brenne ich mir die ganzen Spiele und verkaufe die denn. Deswegen gibt es diese Floppy Disks. Ah. Das wäre so eine interessante Verkaufsstrategie. So, nochmal jetzt Unlocker. Gehe den Key ein. Aber ich muss ja auch erstmal noch die Keys kaufen. Warte mal. Internet. Deepcom. Ein Sperrschlüssel, so. Was ist ein Virusmanager? Verwalten. Okay. Cream-Taste. Entsperrungsschlüssel. Kaufe ich mir jetzt einmal. So. Dann Unlocker. Halt, ich muss erstmal wissen, wie das Spiel heißt. Red Dead Guy, okay. Die Bildschirme, das wäre schon cool gewesen, wenn man die minimieren könnte, so. So, guck mal. Red Dead Guy. Startcheck. Die eine Datei wurde nicht gefunden. Wieso nicht? Ja, ich denke, ich kann den Scheiß quacken. Was ist denn hier los? Hacker-Wiki Quack. So. Steam-ID. So. Ach so.
5 Entsperrschlüssel. Gut, das kriege ich noch hin. Okay. Also. Bei Dieb nochmal 4 Schlüssel kaufen. Zwei, drei, fünf. So. Dann muss ich die ID rausfinden. GameWiki. Ja. Er hat aktuelle IDs von Raubkopien. Zack. Wetted Guy. So, das ist die Nummer. Und jetzt muss ich Flash Drive. Warte mal, jetzt muss ich die. Achso, bei CMD irgendwas muss ich eingeben. CMD. Quack. So, Quack File. Ja, das kann ja was werden jetzt. Quack File. Auf Start. CMD. Quack File. Das ist so blöd gemacht hier mit diesem Bildschirm. So, Quack File 7, 6, 9, 2, 8, 7, 5, 1. Schicken. ID not found. Achso, der hat die Dings vergessen. Ich habe die Zahlendreher gemacht. Quack File 6, 7, 3, 0, 2, 2, 7, 1. ID found it. So, jetzt geht's los. Was muss ich machen? Hä? Das war gerade rein zufällig, dass ich das irgendwie gemacht habe. Okay, Quack Prozess dann. Alles klar. Ich habe jetzt einfach. Wusste ich gar nicht. Okay, jetzt habe ich das gequackt. Und nu? So. Und jetzt? So, dann. Habe ich das Spiel erfolgreich geknackt. So. Ist das jetzt hier drauf? Nee, die ist leer. Und jetzt Zero Writer oder was? Ah, jetzt. Burn to Disk. Siehst du? Das Ding ist aber jetzt habe ich das aber. Ah, nee, das ist, glaube ich, auf dem Flash-Drive jetzt drauf, ne? Müsste. Hoffe ich doch. So, das Kette nicht gefunden. Was? Bin doch hier. Ah. Spielt die Kette. Ah, okay. So, und jetzt? So. Ist auch neu für dich? Okay, so. Jetzt hat er das Spiel. Flash Drive. Apps. Hm. Message Hooking. Benchmark. Overclocker. Hm. Ich kann ihn nur verkaufen. Kann die Dinger nur verkaufen. Das heißt, ich mache die jetzt hier so ran. Zack. Verkaufspreis festlegen. Zack. Preis festlegen. 100 Standard. Unmöglich. 150. Sehr teuer. 20, teuer, 110, Standard, 115, Standard, 16,
Okay, 117. So. Angebot Game Disc. So. Und jetzt kann ich die bestimmt hier hinlegen. Da. Jetzt kommt bestimmt gleich einer vorbei und der kauft das denn bei der netten Dame hier. Deswegen habe ich die eingestellt. Ah, jetzt verstehe ich das. Du kannst bestimmt auch Virus und sowas bauen. Und den auch auf eine Diskette oder sowas machen. Ah. So wie ich das so verstanden habe. Was, 0 Kunden-PCs? Genug Kunden-PCs. Dann mal Hacker. Hacker-Wiki. Nee, das ist was anderes. Viren-Wiki. Hey, wie kann ich denn einer, warum muss ich einen erstellen? Da steht noch nichts über Erstellen da. Okay. Tutorials. Steht hier irgendwas? Spezielle Viren? Oh, nix. Reinigung. Okay, das war Spielanfrage. Bitte bestimmte Spiele, für das Sie Ihren PC einen Benchmark-Test unterziehen sollten. Den Benchmark-Wert des gewünschten Spiels können Sie dann auf der Spielwiki-Seite auswählen. Einbauen neue Teile. Geht jetzt über Taktung, können Sie die Leistung des Rechners steigern und hohe Benchmark. Ah, okay. Ich möchte, dass Anwendungen auf Ihrem Computer installiert werden. Sie können hierfür einen Flash-Laufwerk von 3 Kunden aktivieren. Gehen Sie dann da. Okay, über Takten. Okay. Auf dem Stick kannst du den Kunden-PC infizieren. Und dann? Und dann zieht er wahrscheinlich die Daten denn von denen oder was? Dann kriege ich mehr Geld. Okay, Kundenwünsche. Meinen Computer reparieren. Manche Leute haben keine Ahnung von Computern und sagen einfach, repariere meinen Computer. Sie wissen nicht, was kaputt ist. Welches Teil defekt ist, muss man durch Versuchen und Irrtum herausfinden. Sie können Computer-Wiki nachsehen, wie Teile reagieren, wenn sie kaputt gehen. Ah. Mhm. Okay, manche Leute haben keine Ahnung, was kaputt ist. Okay, verstehe. Ist der schon gereinigt? Habe ich den schon gemacht? Ja, der ist schon sauber. Okay. Gut. Naja, Benchmark, keine Ahnung. Kann ich jetzt erstmal nicht machen. Müssen wir den erhöhen. Da fehlt mir jetzt das nötige Kleingeld. So. Aber ich frage mich, warum kann ich das Spiel nicht installieren? Auf dem PC, das frage ich mich so. Sie meinen Computer reparieren können, tun Sie das auch. Ich möchte, dass mein Computer gereinigt wird. Ich möchte MOBA King spielen. Kannst du meinen Computer so einstellen, dass er die ASD, FGH, okay. Kannst auch Kundenbilder, Dokumente hacken und anschließend Bankkonto leer räumen. Wenn ein Kunde keine Ahnung von seinem PC hat, braucht er auch keine 10 GB Cracker. Okay. Also könnte ich die theoretisch auch ausbauen. Also geht es hier so um fälschliche Dinge oder was? So rumfälschen und so. Hm. Thank you.
Netzteil. Netzteil kaputt. Ah, wieder schlafen. Also, ich finde das Spiel, muss ich sagen, finde ich ein bisschen hektisch. Und mit auf einmal, mit einem Schlag echt zu viel. Dann habt ihr nämlich bald kein Geld mehr. Aber gut, ich kann die ja auch einfach so schon verkaufen. Beziehungsweise einfach weggeben. Dann kriege ich halt nicht mehr nicht so viel Geld. So. Nochmal Netzteil. Siebenundfünfzig. So, jetzt gucken wir mal. Bei den Ankriegen. Also ich finde die Möglichkeit, dass man mehr machen kann als gewünscht, finde ich schon cool. Aber es hätte so einen kleinen Leitfaden geben können. Das wäre nicht schlecht gewesen. Dass man alles mindestens einmal so gemacht hat. Na, wie so eine Quest. Ich meine, es ist immer noch ein Spiel. Du sollst ja nicht hier Professor sein und dich durchforsten. Es soll immer noch ein Spiel bleiben, finde ich. A, S, D, F, G, H, J. So, was hat er hier? Was ist das denn? Tweetlex, okay. Alles klar, so. Also, er möchte... Oha. Oha. Was war das denn? Ich glaube, Arbeitsspeicher, ne, ist kaputt. Der RAM. Der RAM ist kaputt. Nee, nicht RAM. Warte mal. Ich guck nochmal nach. Computer-Wiki, Anzeige, HDD, Festplatte. Die Festplatte ist Schrott. Obit Sektors? Hä? Hä? Es war doch gerade ein Bluescreen. Ist eine Festplatte. Hä? Ah nee, war ist bestimmt ein Virus drauf. Ah, ist ein Virus drauf. So, mal gucken, welcher Virus. Ja, Virusfehler, genau. Der wird es sein. Okay, also ohne Festplatte einmal. Zack. So, jetzt sollte es behoben sein. Hoffe ich doch. A, S, D, F, G, H, J.
So, nochmal. Also. Muss einstellen. Computer soll gereinigt werden. Okay, das mache ich gleich noch. Und er möchte jetzt das ein Spiel haben. Brauche ich wieder meinen Stick? Wo ist mein Stick? Habe ich den noch hier dran? Ja. Den darf ich natürlich nicht vergessen. So, Reinigung habe ich das schon. Ja. Habe ich noch nicht gemacht. Gut, dann machen wir das gleich mal. Apps. Installieren. Derweil reinigen wir den. Erledigt. Dip, dip, dip. So, jetzt Steam. Gucken, welches Spiel wollte er? MOBA King. Gucken wir mal. MOBA King. Game Wiki. MOBA King, MOBA King. Wo ist es? Da. 4715. Und er hat, obwohl ich kann mir eh nichts kaufen, also entweder er hat's oder er hat's nicht. $5000. Naja, klappt doch. Hat er das Richtige, so. Er kann es also spielen. So, und jetzt? Aber jetzt muss ich es doch quecken, oder nicht? Oder wie läuft das ab? Ah, nee. More Games. Ah, er hat es hier. Okay, verstehe. Er hat es hier. Stimmt, jetzt ist er doch eigentlich fertig, das Ding. Ja, zack. Alle Kundenwünsche erfüllt. Was kauft irgendwie keiner mein Spiel? Good afternoon. Keiner kauft mein Spiel. So, können Sie meinen Computer übertakten? Und das, der geht schnell. Wenn er geht. Noch sieht's gut aus. Er hat bestimmt ein Virus drauf. Ah, nee, doch nicht. Ah, jetzt habe ich den schon wieder mit dem Stick weggegeben. Ach, scheiße. Toll. Jetzt habe ich den Stick wieder mitverkauft. Passiert mir jedes Mal. Hey 01, das ist ja ein tolles Passwort. Hey 01. So, gut. Teil ist Passwort geschützt. Ja, wie kriegt man die denn raus? Unlocker. Ah, hier. Unlocker, JJJ. Die Datei wurde nicht gefunden. Stimmt, JPG muss ich bestimmt eingeben noch. JPG. Starting Scanning. File Name Founded. Starting Cracking Prozess. Okay. 1. 0. C. L.
Alter. 1, 0, C, W, L. Was? Okay. Aber das Prinzip verstehe ich schon mal. So, machen wir nochmal. Okay, wenn nicht, schreibe ich mir das auf. So. 3. Jetzt geht mein Stift nicht. 3, 8, M. 2. W. Was war das jetzt? War das 3, 8? Ja, ne? 3, 8, ne? 3, 8, M, 2, W. So. Aha. Und jetzt? Fertig. Jetzt kann ich da reingucken oder was? Nee. Wow. Wow, ein Bild. Super. Bis hier. Windra. Okay. Das Bild. Alles klar. Okay, gut. Also man kann Informationen kriegen, man kann aber auch keine Informationen kriegen. Verstehe. Gut, ist also zufällig. Alles klar. Ja, was wollte der jetzt? Der wollte veraltete Treiber. Und Übertaktung wollte der. So, 0,29 Overclocker 0,29, ah ne, 183 und 0,29 55%, mal gucken. Gut, hat geklappt. Okay, mehr will der auch nicht, das heißt, wir sind damit fertig. Mal einen Stick nehmen, wieder hier hinlegen. Fertig. If you have a problem, talk to my boss. Wie viel Kohle haben wir jetzt? 1000 haben wir wieder. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Schnell surfen. Übertakter, Auswirkungen. Ich bin da eigentlich schon fast den jemand. Aber wir gucken erstmal. Der schießt ja einfach einen nach dem anderen kaputt. Aber wieso kauft er das nicht? Oder muss das hier vorne liegen? Ah, muss hier vorne liegen bei der. Sonst hätte ich, kann ich eigentlich gar nichts nämlich hier drauf legen. Ja, das denke ich auch. Okay, also ich kann nur Raubkopien machen. Kann das hier nicht irgendwo drauf installieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Raubkopie natürlich auf den Stick drauf bleiben, ne? Was will der? Mein Computer lässt sich nicht einschalten. Bitte beheben Sie das Problem. Ah, das ist ja einfach. So, was will er denn? Bluescreen ist Festplatte. Oh, die 7 schon. Die 7. Du im Gange. Wenn das so einfach gehen würde, ja.
Dann könnten wir alle unsere PCs reparieren. Also so ein Programm hier zu haben, Dinge auslesen, eine Nummer eingeben, fertig. Das wär's, oder? So. Aber der wird da bestimmt noch mehr Probleme haben. Der hat da bestimmt noch ein Virus noch drauf. Grafikkartenproblem. Passwortgeschützt ist der bestimmt auch. Döp, döp, döp. Okay. Cool. Ja, das war's. Das war's. Mehr will er nicht. Geräte, so Dinger sind auch alle drauf. Gut. Das war's. Achso, jetzt wollte ich gerade was gucken. Kann ich? Warte mal. Unlocker Zero weiter. Diskette nicht gefunden. Jetzt will ich mal gucken. Ach, der Stick ist ja verkauft. Stimmt. Ist ja der falsche Stick. Könnte aber auch vielleicht klappen. Sein Problem ist, dass er zu gute Komponenten hat. Macht doch nichts. Ah, okay. Das ist cool. Also ich muss die Dinger nur einmal hacken. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. So, stecken sie. Ja, gut. Kann ich wieder reinstecken. So, was? Er hat zu gute Komponenten. Naja, 1,3 GHz und Intel ist nicht gerade viel. Ein RAM ist auch nicht viel. Vielleicht die Festplatte ist gut. Das 900 Power Supply, das müsste natürlich nicht sein, glaube ich. Aber es ist auch bloß ein 1 Plus. Also so dolle hat er nicht. Ausführen, seine aufheben oder verkaufen. Ja, ich will den jetzt nicht ausschlachten. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Ja. Zack. Nur als Denker, sonst ja. Werde ich mir merken, wenn ich keine Kohle mehr habe. Dann schlachte ich die ganzen PCs aus.